Hallo, willkommen zu meinem Herbst-Winter-Schuh-Video. Und da ich mir dachte, wenn ich euch alle meine Schuhe zeige, die ich so habe, wird es ein bisschen viel, habe ich mir gedacht. Ich habe mich jetzt einfach mal so spezialisiert auf Herbst und Winter. Was kann man so im Herbst und Winter an Schuhen tragen? Mein Schuhgeschmack ist sehr speziell, das heißt, es wird wahrscheinlich nicht so ganz vielen gefallen. Dann werde ich euch erstmal zeigen, die zwei Schuhpaare, die ich mir letztes Jahr besorgt hatte. Und danach werde ich euch die zwei Schuhpaare zeigen, die ich dieses Jahr mir besorgt habe. Und da wird man schon so einen kleinen Unterschied erkennen. So, als allererstes zeige ich euch diese ganz, ganz speziellen Dr. Martens Schuhe. Es sind super dicke Schuhe, man sieht, dass sie hier gefüttert sind. Ein Preis 120 Euro, waren sehr teuer, aber ich liebe diese Schuhe einfach. Die sind so bequem, man kann einfach etliche Stunden darin laufen. Für Winter perfekt, für Herbst, wenn es etwas kälter wird, auch nicht zu warm. Auch sehr stylisch kann man die benutzen. Ich habe sie euch schon mal gezeigt in einem Outfit of the Day Video letztes Jahr. Und ich liebe diese Schuhe einfach. Man sieht auch, das Profil ist sogar säureabweisend und sowas. Also, schon mal, eigentlich waren es früher Arbeitsschuhe und sowas, schon mal nicht schlecht, aber das braucht man zwar nicht. Aber dieses Profil ist einfach genial, wenn es draußen Eis, Schnee, rutschig und alles ist, sind diese Schuhe hier einfach meine absoluten Favoriten. Und es ist immer warm. Und sie sehen zwar sehr klotzig aus, aber man kann sie super mit geilen Outfits kombinieren. Und sie sind einfach super warm. Also ganz ehrlich, da gibt es halt einfach, es ist einfach das beste Argument überhaupt. Sie sind sehr, sehr warm und einem ist nie kalt in dem Schuh. Als zweites habe ich vom letzten Jahr diese Schuhe, die hier von Topshop. Topshop ist ein britisches Label, aber aus dem Internet bestellt. Und ich glaube, waren auch so ungefähr 80 Euro. Aber die hat eher meine Mutter bestellt und war auch so ein Geburtstagsgeschenk. Aber ich, dadurch, dass wir die gleichen Größen haben, trage ich sie auch mit. Und es sind auch so Schnürschuhe, aber jedoch in braun, die anderen sind schwarz. Das heißt, wenn ich mal was hatte, was irgendwie bräunlich war, habe ich eher die hier benutzt. Hier diese extra Abschürfungen sind da. Das Einzige, was mich sehr daran stört, ist, wenn es rutschig ist, Eis und sowas, kann ich diese Schuhe auf gar keinen Fall tragen. Die Sohle ist absolut glatt. Man rutscht aus und oh, das ist echt heftig. Also da macht man wortwörtlich Spagate auf der Straße und deswegen gehen diese Schuhe im Winter, wenn es im tiefsten Winter, wenn Eis, Schnee und alles da ist, einfach mal gar nicht. So, dann kommen wir mal zu den Schuhen von diesem Jahr. Ich habe mir gedacht, ich sage euch jetzt erstmal so ein bisschen, was mir so aufgefallen ist, als ich so durch die Straßen gegangen bin. Und zwar erstens waren besonders für den Herbst sind mir diese Keilabsatzschuhe aufgefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob das überall in Deutschland so ist, aber auf jeden Fall hier, da wo ich wohne, läuft eigentlich jedes zweite Mädchen damit rum. Das sind diese Keilabsatzschuhe mit dem Beige meistens sind die oder auch mal braun oder es gibt auch einige, die haben sie in schwarz mit dem Wildleder. Ja, ich wollte sie letztes Jahr haben und dadurch, dass ich aber dann die anderen gekauft habe, die 120 Euro gekostet haben und ich die anderen auch nur für den Preis gesehen habe, habe ich mir gedacht, das kann nicht sein, dass du so viel Geld für Schuhe ausgibst, obwohl ich Schuhe echt liebe. Ich bin ein Schuhfreak und kein Taschenfreak. Taschen nicht so wirklich, aber Schuhe auf jeden Fall. Und ja, das ist so das, was ich so gesehen habe. Diese Saison und wiederum stört es mich aber ein bisschen, weil ich eigentlich nicht so ein Mensch bin, der dann noch sagt, ja okay, ich will diesen Schuh haben, sondern ich bin dann eher so ein Mensch, ich sage, oh, ich brauche jetzt was anderes. Ich brauche etwas, wo die Leute das nicht so ganz oft gesehen haben und deswegen habe ich mich für folgende Schuhe entschieden. Ich liebe die Schuhe, die sind zwar auch oft gesehen, aber hier ist halt einfach der Fall, dass es kein Keilabsatz sind. Die habe ich mir vor 2 Wochen bei Mirapodo bestellt. Nicht bei Zalando, weil bei Mirapodo hatte ich bereits einen Account wegen den Dr. Martens Schuhen. Die könnt ihr wahrscheinlich nur im Internet kaufen oder es gab die sogar mal bei Görz, glaube ich. Und ja, ich schreibe euch die Modelle von den Schuhen aber auch nochmal unten in die Infobox. Und das ist ein Schuh von Esprit, 90 Euro. Hier, yeah. 10 cm Absatz, also schon sehr viel, aber es ist einfach so eine Stiefelette und ich mag sie. Also ich finde sie ganz toll, auch mit dem Wildleder, dunkelbraun. Ich bin nicht so ein Fan von ganz hellem Beige, ich habe die auch noch nicht getragen.
Aber ja, das Profil hier gefällt mir ganz gut. Sieht ein bisschen robust aus, sieht nicht so aus, als ob man da schnell drauf ausrutschen würde. Ich habe immer so Angst, weil ich bin schon so oft hingeflogen und es ist so peinlich und es tut auch einfach nur arschweh. Ja, also ich mag diese Schuhe. Ich finde sie ganz schön. Vielleicht, ich werde euch bestimmt mal ein Outfit damit zeigen. So, dann habe ich noch ein zweites Paar Schuhe, nämlich ein paar flache Schuhe von der Wärme her. Also es sind jetzt eher auch so ein bisschen Herbstschuhe gewesen, die ich so dieses Jahr gekauft habe. Das ist dieser Schuh hier von Deichmann habe ich den. Graceland ist die Marke, 20 Euro. Ja, auch Wildleder und ganz schön. Profil glatt, also ja, ich bin mal gespannt, wie das so mit denen wegen Eis und so aussieht. Aber ich glaube, da werde ich die eh nicht benutzen. Erstmal wegen dem Wildleder und zweitens, weil ich einfach, ich so schnell friere an den Füßen und ich habe immer das Gefühl, dass meine Zehen abfallen. Und oh, das kribbelt und ist so warm und dann später so, oh, dann habe ich auch ganz viel Probleme, wenn ich Eiskunst laufe, dass meine Zehen einfach irgendwie nach einer Zeit so total schlecht durchblutet sind und deswegen glaube ich, werde ich sie nicht tragen. Aber sie gefallen mir ganz gut. Ja, warum ich jetzt dieses Schuhvideo gedreht habe, morgen fahre ich nach Spanien mit Madame Beauty Addicted und meinem ganzen Spanisch-Leistungskurs. Und ja, ich wollte so ein Schuhvideo drehen, weil das eigentlich für mich wenig Zeitaufwand ist und das andere dauert halt immer ein bisschen länger und ich habe halt einfach keine Zeit, ich muss jetzt gleich runter und grillen und essen und danach muss ich dann noch packen. Aber danach, das kommen ja wie versprochen noch die Nagellack-Sammlung-Video und sowas und ja, und sicherlich auch mit den neuen Schuhen tolle Outfit of the Days. Und dann noch das der Vlog mit Madame Beauty Addicted. Ich freue mich richtig und ja, das Video ist jetzt irgendwie ein bisschen seltsam geworden und ich habe auch einen neuen Hintergrund. Und ja, sonst war es das eigentlich. Ich wünsche euch noch ganz, ganz viele schöne Herbstferien, wer jetzt demnächst Herbstferien hat. Und ich bin jetzt erstmal weg für eine Woche. Jo, bis dann. Viel Spaß. Ciao.